Guten Morgen! Heute habe ich ein anderes Video für euch und zwar habe ich heute einen Geheimtipp bzw. einen guten Tipp, den ihr auf jeden Fall anwenden solltet, denn heute geht es um Seidenkissen. Wieso das Ganze? Seidenkissen haben eine weiche und glatte Struktur, sind nicht so rau wie Baumwoll- oder Plastikkissenbezüge und deshalb wird die Haut dadurch nicht so schnell angegriffen, genauso wie die Haare. Ich bin da letztes Jahr drauf gekommen, weil ich nach Pflegetipps für Afrohaare gesucht hatte. Damals hatte ich noch lange Haare und da stand halt, dass Satinkissen gut sind und dann habe ich nochmal weitergeschaut und habe gelesen, dass Seidenkissen noch besser sein sollen. Und dachte mir, okay, dann probiere ich das mal aus, weil ich nochmal bei den Herstellern gelesen hatte, dass das nicht nur gut für die Haare ist, sondern auch gut für die Haut. Und jetzt nach einem halben Jahr muss ich sagen, dass sich das wirklich gelohnt hat. Ich hatte vorher immer so kleine raue Stellen oder so Rötungen zwischendurch, genauso wie mein Gesicht immer gespannt hat. Mein Gesicht war immer sehr trocken und genauso wie als ich mein Gesicht abends immer eingecremt habe, war es am nächsten Morgen immer wieder trocken und ich habe es nie verstanden. Jetzt weiß ich wieso. Das Kissen sorgt dafür, greift eure Haut nicht an und sorgt dafür, dass eure Haare und eure Haut die Feuchtigkeit beibehalten. Also die Haut wird nicht angegriffen. Entschuldigung. Genauso wie bei meinen Haaren. Also als ich da Produkte reingemacht habe, die haben halt einfach, die halten in meinen Haaren, wenn ich die am nächsten Tag aufwache, bleiben die Produkte auch dort drin. Was kann ich noch dazu sagen? Ja, Pickel. Pickel habe ich auch nicht mehr. Ich hatte vorher immer ein paar Pickel zwischendurch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Kissen auch, das Seide auch antibakteriell wirkt und nicht so schnell Bakterien aufnimmt wie Baumwollkissenbezüge oder Plastikkissenbezüge. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Macht das, legt ihr das ans Herz. Ich finde, jeder kann das benutzen. Einfach, damit ihr eurer Haut was Gutes tut. Und manchmal sind es die kleinen Dinge, die schon etwas Großes ausmachen. Genauso wie ich der Meinung bin, dass wir deshalb auch immer so aufgeladene, strapazierte Haare haben. Da unsere Haare auf Baumwoll- und Plastikkissen immer aufgeladen werden. Und dadurch einfach die Struktur angegriffen wird. Das passiert bei Seidenkissenbezügen einfach nicht. Eure Haut und eure Haare gleiten am Kissen vorbei und werden in Ruhe gelassen. Und das ist so wichtig. Es ist der natürlichste Tipp, den ich euch anbieten kann. Total einfach. Und es macht schon wirklich sehr viel aus. Ich habe mir die jetzt von der Marke Silkis bestellt. Das sind eigentlich auch, glaube ich, die einzigen. Ich habe mir jetzt die doppelseitigen bestellt, aber es reicht auch, also Kissenbezüge, ich sage immer Kissen, aber ich meine Kissenbezüge. Es reicht locker die einseitigen Kissenbezüge, was ich auch für logischer finde, weil ich dann weiß, was oben und unten ist. Das werde ich mir bald auch bestellen, weil ich muss mir nochmal neu bestellen, weil meine Mutter die aus Versehen, das ist auch ein Tipp an euch, zusammen mit der Baumwollbettwäsche gewaschen hat und dadurch die Struktur leider ein bisschen zerstört wurde und das Kissen nicht mehr ganz so weich ist. Also würde ich euch empfehlen, die mit der Hand zu waschen. Es steht zwar 30 Grad drauf, aber mit der Hand waschen ist, glaube ich, immer noch am allerbesten. Die haben jetzt, das Kissen hat jetzt, also der Kissenbezug hat 31 Euro gekostet oder mehr. Beide zusammen haben 67 Euro gekostet. Aber es lohnt sich wirklich. Und wenn ihr, glaube ich, die einseitigen Kissenbezüge bestellt, das kostet nur 25 Euro pro Stück. Aber es lohnt sich wirklich. Also es hat auch so einen Anti-Aging-Effekt gegen Falten. Das stimmt auch, euer Gesicht wird nicht mehr so zerknauscht. Und das Gute ist, ihr könnt auch aufwendige Frisuren tragen. Ihr könnt euch abends einen Flechtezopf machen. Und morgens sieht er noch genauso aus, wie am Tag davor. Ist nicht zerzaust und zerstört eure Haare nicht. Also probiert es aus. Es ist ein super guter Trick, der wirklich jeder anwenden kann. Das war's eigentlich schon.
Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal alles in der Infobox. Das Kissen ist jetzt aus echter Maulbeerseide, 100%ig echter Maulbeerseide. Es wurde handgefertigt und Silkis liefert auch an luxuriöse Hotels. Also das ist wirklich etwas Gutes und ihr macht damit wirklich nichts falsch. Nehmt euch das zu Herzen, probiert das aus und es macht wirklich schon eine Menge aus. Ich habe den Kissenbezug jetzt immer jede Woche gewechselt, das würde ich euch auch empfehlen. Ich mache das jetzt ja auch schon seit einem halben Jahr und ich muss wirklich sagen, meine Haut hat sich verbessert. Meine Haut behält endlich ihre Feuchtigkeit, wenn ich sie auch abends eincreme. Meine Haare behalten ihre Feuchtigkeit und irgendwie werden sie nicht mal so trocken und die Struktur wird einfach nicht mehr zerstört. Probiert es aus, das ist eines der wichtigsten Beauty-Tipps, die jeder anwenden sollte. Ich bin eh der Meinung, dass Seide viel besser zu unserer Haut passt und unsere Haut einfach nur in Ruhe lässt und nicht angreift. Am liebsten würde ich mir alles aus Seide kaufen, aber leider ist das sehr teuer. Weil wenn ich Geld habe, dann mache ich das auf jeden Fall. Ja, das war's schon. Das brauchst du unbedingt, um die schönste und natürlichste Version von dir selbst zu sein. Life is more. Be the best version of you.